Ein Traditionsverein mit großer Historie, die SG Wattenscheid 09. Zwischen 1990 und 1994 waren die Wattenscheider in der Bundesliga. Aktuell steht der heutige Fünftligist vor einer Neuausrichtung in der Oberliga Westfalen. Erstmal wollen wir natürlich schauen, dass wir Ruhe reinkriegen. Das ist etwas, das haben wir auch in vielen Gesprächen mit Spielern und mit Trainern haben wir festgestellt. Es herrscht halt der Wunsch nach Ruhe. Die Jungs wollen Fußball spielen, wollen regelmäßig ihr Gehalt dafür bekommen, das jetzt nicht mehr groß ist. Hier lebt keiner mehr vom Fußball, aber die wollen halt sich darauf verlassen können und wir versuchen ihnen das zu bieten. Längerfristig haben wir natürlich noch ein paar andere Ziele. Wir wollen schon auch, dass der Verein aus sich heraus wächst. Wir wollen die Jugendabteilung wieder näher an den Seniorenbereich heranbringen. Wir wollen gucken, dass diese Lücke da ein bisschen kleiner wird. Das ist aber noch ein weiter Weg. Die SG Wattenscheid 09. Eine spannende Vergangenheit, die bis heute noch schillert. Für den Traditionsclub liefen zahlreiche prominente Namen auf. Suleymane Sané, der Vater von Bayerns Weltstar Leroy Sané, die Altintop-Brüder Halil und Hamid, aber auch die SG-Trainerlegende Hannes Bongartz prägten die alten Zeiten. Die leidenschaftliche Arbeit von Bongartz hinterlässt sogar bis heute ihre Spuren. Wir haben immer noch Kontakt. Er ist jetzt mittlerweile als Spielerberater tätig und ja, ruft auch öfters mal hier an und stellt uns Spieler vor. Also da brauche ich nicht zurückdenken. An ihn als Trainer denke ich natürlich zurück. Er war ein sehr moderner Trainer, da kann ich mich dran erinnern, auch wenn ich selbst noch sehr klein war. Aber das habe ich schon verstanden, dass er so ein paar Sachen umgesetzt hat, die damals relativ neu waren. Ich glaube, er war so der erste Trainer, der tatsächlich mit der modernen Viererkette gespielt hat, was heute Usus ist. Sehnsucht nach Erfolg bei der SG Wattenscheid 09. Eine glorreiche Zeit, die seit Jahren ihresgleichen sucht. 2019 muss der Spielbetrieb in der Regionalliga West eingestellt werden. Der finanziell angeschlagene Verein hatte keine Geldgeber mehr gefunden, um weiter in der vierten Liga mitzumischen. Eine Klasse tiefer steht der neue Wattenscheider Weg im Fokus. Der Club strebt nach einer besseren Zukunft, will sich nicht nur über die Tradition und die alten Zeiten definieren. Man darf die Tradition auch nicht als Bürde auffassen, sondern Tradition ist etwas, was so im Gedankengut der Fans weiterlebt und das ist auch etwas, was wir immer in guter Erinnerung behalten wollen. Jetzt ist allerdings so ein Zeitpunkt gekommen, wo wir auch sagen müssen, in der Tradition uns bewegen, ja, aber wenn wir weiter nur in der Vergangenheit schwelgen, dann werden wir das hier nicht gewuppt bekommen und von daher müssen wir auch gucken, dass wir so eine Balance kriegen. Tradition ja und das mit dem neuen Weg zu verbinden, das wird jetzt unsere Aufgabe sein. Die Wattenscheider wollen Schritt für Schritt zurück in den Profifußball. Eine Neuausrichtung, die Kraft und Zeit kostet und in der Führung eine konstante Personalpolitik benötigt.